Hallo, guten Tag. Hallo. Wir sind hier in Hahnklee. Es ist der 29.07.2023, so kurz nach 5. 10 nach? Gucken wir auf die Uhr. Gucken wir auf die Uhr? Kann ich nie sagen. Doch, 17.08 Uhr. Mhm. Und die Strahlenwerte? Strahlenwerte? Nee, was hatten wir da neulich immer gesagt? Ach so, warte mal, da muss ich mal kurz hier drauf drücken. Ach, was ist das denn hier schon wieder alles? Der UV-Index. UV-Index, jawohl, der ist 3. Also alles gut. Okay, aber ich habe auch die Strahlenwerte abgemessen, abgelesen. Hm. Und zwar 0,16 Becquerel. Na, alles gut. Wir haben nämlich ein Ablesegerät in der Küche, was permanent liest. Ja, wir haben hier das Sommerfest. Hahnklee? Ja, genau. Im Kurpark. Und das wollen wir jetzt mal besuchen und mal sehen, was so abgeht. Ne? Ich schalte mal wieder um. Bis gleich. Übrigens, da wohnen wir. Also einmal hüpf über die Straße und schon sind wir im Sommerfest Hahnklee. Genau. Genau gegenüber. Ja, die haben ein bisschen Pech gehabt heute. Ja. Also heute Morgen hat es hier aus allen Kübeln geschüttet. Ja, bis Mittag ging das sogar. Ich habe schon gedacht, na, fällt das ins Wasser? Ja, noch nach 1 Uhr, ne? Auf einmal, trotz ohnehin schon schlechten Wetters, hat es dann auch noch angefangen zu gewittern. Ja. Und dann kam noch mal wieder ordentlich Wasser hinterher. Mhm. Und richtig stark Regen. Ja, deswegen sind dann auch erstmal nur ganz wenige Leute da gewesen. Und auch jetzt sind nicht viele Leute da, also im Vergleich zu anderen Jahren. Das heißt, das ist jetzt ein Ausnahmesommerfest. Ja. Ja, wahrscheinlich haben dann heute bei der Tagesplanung viele aufgrund des Regens entschieden, doch nicht nach Hahnklee zu fahren. Ja. Und es ist auch noch ungünstig, weil es ist ja immer der letzte Samstag im Juli, wenn dieses Fest stattfindet. Ja. Und das ist jetzt also der 29. und es sind noch nicht alle Gelder da. Oh, guck mal hier. Weil es so geschüttet hat, hat man hier was hingeschüttet, sag ich jetzt mal. Ja, ne? Wegen Pampe. Ja, genau. Das wäre ja alles, ist alles aufgeweicht gewesen. Ne? Aha. Ja, gute Idee. Ja, für die lieben Kleinen gibt es natürlich auch was, wie jedes Jahr. Ja. Schmuck. Hast du das gesehen hier? Guck dir das mal an. Unkraut zu verkaufen wegen hoher Nachfrage nur an Selbstpflücker. Okay. Dass wir da nicht drauf gekommen sind, ne? Ja. Aber die haben hier ganz pfiffige Sachen. Ja. Guck mal, das ist Kork hier. Ja. Naturkork. Ja, wir hatten auch so gegen 13.30 Uhr auch noch Gewitter. Es hat zweimal gedonnert, aber das ist ganz schön. Ja, und dann war gut. Mhm. Ja, hier kann man sein Glück versuchen. Und das ist aber ganz schön kuschelig hier, ne? Haben Sie das gebaut? Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, Fischbrötchen in allen Variationen. Ja, haben wir ja schon in Goslar gehabt. Das hat wahrscheinlich mit dem Alkohol zu tun. Ja. So Süßis. So. Mandeln. Klein und alles da. Ja. Angebot 300 Gramm 10 Euro. Mhm. Und hier die beliebten Schmalzkuchen. Was haben wir hier noch? Quarkbällchen. Aha, nur Deko. Was ist Deko? Naja, die hier vorne ausliegen. Aha. Nur Deko. Ja, gehen wir mal weiter. 1,50 haben die Quarkbällchen in Goslar auch gekostet, oder? Ja, ja, ja. So, zeig doch mal hier, was es hier gibt. Hier gibt es. Was ist das? Pizza. Mini-Pizzen? Mini-Pizzen. Oh. 4,50, 5 Euro. Also bei der Größe. Ist kleiner wie ein Kuchenteller. Mhm. Meine ich so, ne? Aus dem Bauchhaus. Ja, doch. Aber lecker sehen sie aus. Kuchentellergröße ist das. Ja. Und da auf der anderen Seite hier. Dosen werfen. Ja. Hier kannst du eine Dose werfen. Und dann kann man so eine Plüschschlange da gewinnen zum Beispiel. Ja.
Oh, die haben viele interessante Gewinne. Da oben LKWs, vier Gewinn. Drei Bälle 4 Euro, vier Bälle 5 Euro. Mhm. Poffertjes. Ja. Die sind sehr beliebt, ne? Mhm. Und auch Schmalzkuchen. Ja. Ist das so gut, wenn sich so zwei Buden gegenüberstehen, die beide das Gleiche machen? Ich habe die Planung nicht gemacht. Was ist denn das hier? Hier gibt Waffeln? Es... Waffeln? Ja, das sieht so ein bisschen... Ja, ich muss mal gucken. Waffeln. Und Kerzen? Lolli, Honigkerzen, Met, Softeis, klein, große, mittel. Mhm. Was Neues. Ah, hier ist wieder Entenfang oder Enten versenken oder wie auch immer. Da, mit den kleinen Schemeln, die ich so liebe. Ja. Geh doch mal ran, zeig doch mal, wie das so einer da, wie die Kids das machen. Du kannst doch mal über die Enten rüber leuchten, ohne dass du so ein Kindergesicht da filmst. Lea. Lea. Ja, das geht ja nicht, ich habe ja die Köpfe davor. Jo. Der macht das ganz schön gut. Ein guter Sammler. Okay. Der räumt den Laden ab hier. Ja. Kaminstriezel. Ah ja, die sind auch also original ungarisch. Ja. Die sind auch beliebt. Auch der neu. Laden war ja auch bei vorherigen Feiern hier. Ja. Und hier stehen aber ständig Leute dran und kaufen. Aber was ich jetzt vermisse, aber das ist wahrscheinlich gar kein Wunder, hier waren normalerweise immer, ich sag mal, bei Poges und so zuvor, waren hier überall Bänke aufgebaut, hier überall. Ach. Ja. Aber und da sind Bänke. Ja, da hinten. Aber hier vorne waren auch alles, da. Hier vorne waren alles Bänke. Aber ich vermute mal, dass der Boden nicht richtig trägt, wenn ich mir mal so das angucke. Die Pizzerei hier vorne. Ja, da können sie aber nichts für. Nee, aber sie haben das Beste raus gemacht. Ja. Ne? Haben das schnell ausgestreut. Guck mal da, und die Lampignons da im Baum. Ja, da. Ja. Zeig mal. Ja. Oh, warte ja, ich mal. Mach hier schon. Ja. Da. Genau. Hübsch. Ja. Und hier, guck mal, da sind die... Da unten die Lampen, zeig mal. Da sind die Bäume beleuchtet. Ja, die Effektbeleuchtung. Und das sieht abends total klasse aus. Ja. Also, lass uns mal weitergehen. Das hier sieht nach Langos aus. Oh, da habe ich ja so gute Erinnerungen dran aus Goslar. Mhm. Ja, heute gibt es auch Feuerwerk. Wie viel Uhr? 22.30 Uhr? Ja, okay. Meistens immer 22, 23 Sonst Uhr. Sonst mal auf handley.de gucken. Hm. Die haben das komplette Programm da. Ja. Und aber auch als Druckversion. Ah ja. Dann gehen wir noch mal zur Landesforst geradeaus. Mal sehen, was die so zeigen. Ja. Oh, guck mal, wie hübsch das hier aussieht. Siehst du das? Ja. Und zeig doch mal so ein Gesicht da. Da sind Gesichter oben dran. Ja, so. Dann gucken wir hier nochmal weiter. Niedersächsische Landesforsten. Ah. Ein Infostand. Toiletten haben wir übrigens auch, wie ihr seht. Und Rote Kreuz. Ja. Ja, kann nicht schief gehen. Ich glaube, dort ist es. Was haben Sie denn da? Hier kann man irgendwie handwerklich was machen. Ja.
Ah ja, mit dem Holzbohrer. Ist kein Gesicht drauf. Ist kein Gesicht drauf. Es ist kein Gesicht drauf. Nur die Finger. Für was filmen Sie das? YouTube, und es ist kein Gesicht drauf. Kommen Sie mal hierher. Sehen Sie das? Okay, ja. Ja, nur die Finger, nur die, ja. Ja, nur die Hände. Drauf, dass er das Gesicht mit drauf ist. Ja, ja, ja. So. Hier riecht es aber sehr nach Holzkohle. Ja, so. Und dann gibt es ja heute noch ordentlich Musik. Ja, da hinten, ja, da ist das Rote Kreuz. Okay, dann gehen wir mal weiter. Kann mir eigentlich mal einer erzählen, früher, wenn es so, ich sag mal, Schützenfest in Handley gab, dann gab es hier einen Fotografen, ja, und der hat das, der war nur am Knipsen, ja, Knipsen, ja. Tipp, ging das. Ja. So, und dann wurden diese Fotos ausgestellt in seinem Schaufenster und dann konnte jeder reingehen und konnte sich die Fotos bestellen. Ja. Und heute möchte man nicht, dass Kinder auf Fotos oder Videos oder im Internet oder im Fernsehen zu sehen sind. Warum ist das so? Kann das mal einer in die Kommentare schreiben? Also wir waren früher stolz wie Oscar, wenn wir auf dem Foto drauf waren. Ja, also ich glaube oder eigentlich, im Fernsehen. Ich glaube eigentlich, dass die Menschen in der Angelegenheit übersensibilisiert worden sind. Ich ja? weiß nicht, vielleicht kann uns das mal jemand erklären. Mach das mal. Ja. So eure unterschiedlichen Meinungen dazu. Da lernen wir vielleicht was draus. Ah, da hinten ist das, sag mal da. Wenn es jemanden nicht gut geht, dann haben wir, wo ist mein Finger? Ja. Warum kann man denn meinen Finger nicht sehen? Da hinten ist jedenfalls das Deutsche Rote Kreuz. Ja. So, oder zumindest irgendwelche medizinischen Helfer. Genau. Vielen Dank, dass du hier bist. Hier warst. So. Ach, jetzt haben wir wieder Musik. Da bin ich aber wieder gespannt, ob YouTube wieder allergisch wird. Ja. So, hier gibt's was. Was Cooles zu trinken. Ja. Gucken wir mal, was wir hier so zu trinken hätten können. So. Ihr seht's. Alles okay. Der Preis ist aber recht günstig, oder? Ja, ich sagte eben, alles okay. Hallo. Ja, hier kann man sich entspannen. Ein kühles, feuchtes trinken. Ja. Was, kühl und feucht? Der hatte blond. Oh, blond auch. Blond, ja, oder? Ja, nicht nur. Die haben ja nicht nur Blondes. Ne? Dann gehen wir doch mal rechts rum. Vorne was, im vorderen Bereich? Ja, ich gehe mal gerade rechts rumgehen. So, da haben wir die Cocktailbar vor uns. Oh ja, Cocktails. Ja, das wollen wir uns noch mal ansehen, was es hier so Leckeres gibt. Havanna Club. Ja, die können gar nicht günstig sein, weil die Zutaten ja so teuer sind. Ja, ja, richtig, ja. Gucken wir mal, was wir da haben. Obwohl, doch. Pina Colada. So teuren Eindruck macht das 50. Gar nicht. Becher Pfand, 2 Euro. Oh. Gut. Siehst du, hier? Ja, ja. Ja, ja. Im Sumpfwiese. Matschepampe. Ja, Sumpfwiese. Und da vorne kannst du ja mal zoomen und kannst mal zeigen gleich, ja, ja, wie sie mit dem Aufbau des Feuerwerks beschäftigt sind. Ja. Also hier rechts, wie bei Walpurgis, findet dieses Jahr nicht statt. Vielleicht war es geplant. Ja, war geplant. War man geplant. Wollte da ein aufblasbares Piratenschiff hinstellen. Ja. Und dann sollten die Kinder hier als Piraten geschminkt werden. Ja, aber das ist ein Taucheranzug anziehen. Ja, das Problem war ja, dass es so bösartig geregnet hat und dann ist das eben zu dem Aufbau nicht gekommen. Ja. Steht aber auch auf handley.de drauf, dass es jederzeit zu Veränderungen kommen kann, wenn es sich nicht ändern lässt. So, dann gucken wir uns mal die Aufbauarbeiten zum Feuerwerk an.
So ganz links, da sieht man also zwei Busse stehen. Da haben sie dann ihr Equipment drin, die Regie, Ton, Steuerung und so weiter und so fort. Ja, und dann bauen sie das hier auf dem Steg hier auf. Man sieht ja überall alles abgedeckt. Man weiß ja nie, ob Petrus uns noch mal unangenehm besucht. Ne? Letztes Jahr hatten sie, glaube ich, eine ganz tolle Sache gemacht, das Feuerwerk in Abstimmung mit der Musik. Ja, das machen sie eigentlich, das versuchen sie eigentlich grundsätzlich immer. Dem einen gelingt es, dem einem Anbieter, dem anderen vielleicht nicht so gut. Ne? Also ich weiß, vor ein paar Jahren war das mal, das war echt toll, war das, wie synchron das ging. Ne? Aber lassen wir uns überraschen. Hier sollte auch ein Walk-Act sein, und zwar jemand auf Stelzen. Ich glaube, das haben sie abgeblasen. Ja. Oder der ist schon durch, weil es ja hier so nass war. Weißt du, wenn du dann hier aufstellst und alles ist nass. Ja, da rutscht er nur weg. Nee. Da rutscht er nur weg. Ja, das war unser kleiner Rundgang heute über unser Sommerfest. Ein bisschen modifiziert aufgrund der Witterung, wie gesagt. Ne? Also wir gehen jetzt nach Hause, speisen das so schnell wie möglich ein, dass ihr davon wisst. Und vielleicht wollt ihr euch noch ins Auto schwingen und herkommen. Ja. Ja, dann schmeiß dich noch mal kurz vor, dass wir uns verabschieden. Tschüss. Tschüss.